BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ja, herzlich willkommen bei BVB Total, Tag 1 nach dem Derby-Sieg. Es ist einfach wunderbar gewesen am gestrigen Abend und das erfordert natürlich sofort ein Gespräch mit unserem Derby-Sieger-Trainer, mit Thomas Tuchel. Thomas, schön, dass du hier bist. Ja, ein Tag danach, wie fühlt sich das an? Großartig. Ja, es kommen ja so viele Faktoren zusammen. Das fühlt sich natürlich immer nach Siegen so leicht an, der nächste Tag. Aber jetzt fühlen wir uns auch noch als verdienter Sieger. Wir haben es verdient gewonnen. Wir fühlen einfach und spüren, wie viele Leute wir auch glücklich gemacht haben und wie besonders, dass wir so viele waren. Und dass die Leute wirklich so besonders glücklich auch drüber sind, das macht es auch wunderschön. Und tolles Gefühl, dass wir es geschafft haben. Auch es war noch eine Besonderheit, finde ich. Wir hatten jetzt von Länderspielpause zu Länderspielpause 7 Spiele, haben alle 7 gewonnen. Davor war die Niederlage in München. Das war keine Selbstverständlichkeit. Das war keine Selbstverständlichkeit, da so zurückzukommen, sich so neu aufzustellen, aufzuraffen. Und das macht es alles echt besonders. Und dass das 7. Spiel jetzt gestern das Derby war. Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, in den letzten Stunden, knappes Derby. Das war vom Ergebnis ein knappes Derby. Ja. Mehr nicht. Ich glaube, dass wir doch völlig dominant mit über 60% Ballbesitz das Spiel klar dominiert haben. Ja, und auch, finde ich, die viel mehr und viel hochkarätige Torchancen hatten. Das fand ich auch. Ich finde, wir sind absolut verdienter Sieger. Durch das Missgeschick von Papa, das Ganze nochmal spannend gemacht, weil es lag in dieser Phase in keinster Weise ein zweites Tor in der Luft, sondern eher das vierte für uns, was die absolute Entscheidung und Vorentscheidung gewesen wäre. So blieb's eng, auch natürlich auch vom Spielstand eng und durch die Qualität von Schalke auch immer eng. Und ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie wir es zu Ende gespielt haben, dass es nicht so egal wie, Hauptsache durch, sondern dass es so dominant und so selbstbewusst zu Ende gespielt haben. Und das macht mich sehr glücklich. Du hast sicherlich in viele glückliche Augen gesehen. Das ist nun mal bei einem Derby-Sieg. Es war dein erstes Derby. Wie hast du die Atmosphäre rund ums Derby so erlebt? Davor, danach, während des Spiels? Davor hat sich's nicht sehr von anderen Spielen unterschieden, muss ich sagen, weil wir einfach konzentriert waren und uns nicht von Emotionen leiten lassen wollten, sondern in der Ruhe liegt die Kraft, so dieses ganz alte Sprichwort wollten wir nutzen und haben wir das Gefühl gehabt, dass das für uns gut passt und für uns als Mannschaft auch gut passt, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und auch in uns ruhen und das nach unseren Prinzipien und spielen und unserer Qualität so richtig bewusst sind und die auch zeigen wollen. Während des Spiels und dann auch Schlusspfiff und unmittelbar danach. Also ich glaube, dass sich ein Halbfinale im Pokal auch so anfühlt. Also das war dann so, das hat sich dann auf jeden Fall verdichtet, immer weiter verdichtet und zu einem Spiel verdichtet wie ein K.O.-Spiel. Also es war dann irgendwie, keine Ahnung, Europapokal, Viertel, Halbfinale, Rückspiel oder Pokal, Halbfinale, wo du irgendwie weißt, das hatte ein Alleinstellungsmerkmal, dieses Spiel. Und klar, auch von der Atmosphäre. Aber du bist auch direkt auf Schlusspfiff war, habe ich gesehen, du bist auch direkt zu den Jungs hin. Ich bin erst mal ins Trainerteam, da wollte ich zu den Spielern. Und dann habe ich gesehen, die stehen schon in der Traube. Und dann bin ich halt nochmal in die Traube mit rein. Julian Weigel hat bei uns im Interview gesagt, dass von den Rängen auch wirklich eine großartige Unterstützung gekommen ist. Spürst du an der Seitenlinie auch die Energie, die von den Tribünen, speziell jetzt von der Südtribüne, auch ausgehen kann? Ja, gestern auf jeden Fall von allen Tribünen auch ausgegangen ist. Und auch da war das, deshalb hat sich das dann für mich auch so verdichtet irgendwann während des Spiels, dass halt wirklich jeder Zweikampf, jede Balleroberung und jede Torchance, jede Tempoerhöhung, jeder Spielzug einfach nochmal anders unterstützt wird und nochmal anders abgefeiert wird. Und ja, es war nochmal mehr Energie. Und es knistert noch mal mehr, es ist aufgeladene Atmosphäre, aber total. Ich fand jetzt zum Beispiel gestern eine sehr positive Stimmung, natürlich in der Mehrzahl für uns, aber insgesamt habe ich keine feindselige Stimmung wahrgenommen. Es ist auch nicht viel passiert. Super. Also das ist für ein Derby etwas Besonderes. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber, dass es keine Schlägereien gegeben hat.
Wenn du Arbeitgeber bist heute Morgen in Dortmund, wirst du vielleicht ein bisschen sauer gewesen sein. Der eine oder andere wird, denke ich, ein bisschen später zur Arbeit gekommen sein. Dann entschuldigen wir uns in aller Form dafür. Wir dürfen Entschuldigungen schreiben. Ja, habe ich mal gemacht. Für Schüler. Doch, da haben wir uns getroffen nachts um 3 Uhr. Und die mussten am nächsten Tag zur Schule. Und dann habe ich da einen Bierdeckel genommen und dann habe ich geschrieben, hiermit entschuldige ich, da wir den Sieg gegen, ich weiß gar nicht, was war, gegen die Blauen fallen mussten. Gut. Und habe meine Telefonnummer drunter geschrieben und da hat mich die Lehrerin am nächsten Tag angerufen und sagt, Herr Dickel, sind Sie es wirklich? Ich sage, ja. Ich sage, ich brauchte die Jungs. Nee, dann ist gut. War es in Ordnung? Ich habe einmal eine Entschuldigung geschrieben, das war aber ein Lehrer. Also. Ich habe die Entschuldigung geschrieben, der war auf dem Geburtstag von meinem Vater letztes Jahr und ist da ein bisschen versackt und wollte die ganze Zeit nach Hause gehen und dann habe ich irgendwann von so einem Stück Papier abgenommen, habe ihm eine Entschuldigung für den nächsten Tag geschrieben. Ja, wir können also Entschuldigung schreiben. Du hast Gingy genannt, aber auch Horst. Ja. Haben wir jetzt ein neues Kopfballungeheuer? Sensationell, oder? Wie der hochgestiegen ist, ja. Ne? Super gemacht. Das muss ich auch sagen. Das war wirklich großartig. War eine tolle Flanke, muss man dazu sagen. Super Flanke. Schöner Doppelpass. Ja, von Marze. Tolle Flanke. Tolle Flanke. Gutes Timing. Das ist einfach der Beweis, dass es nicht auf die Körpergröße beim Kopfball ankommt, sondern aufs Timing, auf die Position, die du zum Ball hast und auf die Technik. Freue mich sehr. Shinji hat unglaublich gutes Spiel gemacht. Wahnsinnig fleißig. War sehr froh, dass wir ihn frisch auf dem Platz hatten. Wir haben ihn ja gegen Quäbele draußen gelassen und das ist für ihn auch immer eine Bestrafung, hat man das Gefühl, weil er will jedes Spiel machen. Hat sich aber da schon, sind die Jungs so drauf, ja, die wollen immer spielen? Wollen die ganze Zeit spielen, aber er hat da auch einfach gesagt, dass er sich schon ein bisschen müde fühlt und auch viele Kilometer für seine Länderspielreisen und so auch natürlich immer wegstecken muss. Und Shinji, finde ich, macht es herausragend gut. Ja. In Serie so fleißig für uns, auch im Anlaufen, im Defensivverhalten, so ballsicher, so unberechenbar und ja, stellt halt immer was an. Entweder er ist mit einem Assist dabei oder er macht ihn selber rein. Dann noch als Kopfball, ist absolut ungewöhnlich, aber super. Nach der Länderspielpause gab es jetzt 7 Siege, ne? Ja. Jetzt ist wieder Länderspielpause und dann? Haben wir 8 Spiele. Können wir auch mal abgewinnen. Ich will, wir die 8 gewinnen. Ja, okay. Ich wünsche es mir. Wir probieren es dann. Aber wie sieht denn jetzt 8 Spiele? Wie sieht überhaupt der Trainingsplan jetzt aus? Sind viele schon weg? Oder, jetzt sind heute viele weg. Heute waren nochmal alle da. Wir haben alle nochmal angeschaut, allen nochmal in die Augen geschaut, alle nochmal beim Physio gehabt, um zu gucken, dass wir alle gesund verabschieden können und die kommen dann sehr spät. Ich halte es für, sehr, sehr, sehr unglücklich, dass wir zum zweiten Mal nach einer Länderspielpause freitagabends auswärts spielen. Es war in Mainz so und ist jetzt in Hamburg so. Das finde ich, echt extrem unverständlich, weil wir sind die Mannschaft mit den meisten Spielen. Wir sind die ganze Zeit Donnerstag, Sonntag spielen. Dass wir dann irgendwie wieder am Donnerstag ins Flugzeug steigen müssen und am Dienstag sind Länderspiele, am Mittwoch sind Länderspiele. Adrian Ramos landet am Donnerstag, Shinji landet am Mittwoch. Ja, finde ich suboptimal. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, aber das ist so, wie es ist. Und deshalb haben wir jetzt hier ein bisschen Ruhe. Die anderen haben ganz schön Kilometer und so weiter. Wie viele Leute hast du noch hier morgen? 7 Leute sind von uns hier und dann kriegen wir ja die Jungs aus der A-Jugend und die Jungs aus der zweiten Mannschaft. Die freuen sich natürlich auch mal beim Cheftrainer vorspielen zu laufen. Wir freuen uns auch. Felix Paslak hat er sich als Balljunge reingesneakt. Ne? Und das ist doch großartig. Der war neben der Bank und hat da seine ganze Energie mit reingegeben. Und ich hatte da kurz die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Ich habe gesagt, wir sehen uns am Mittwoch. Und er hat gesagt, wir sehen uns am Mittwoch. Großartig. Die freuen sich drauf und wir freuen uns auch auf die. Macht dann Spaß und wird bestimmt auch wieder eine gute Woche. Schön. Das war's. Schön. Ich möchte aber dir noch etwas geben. Es gibt kein Glückssend, es gibt nur ein Glückspfennig. Ein Glückspfennig, ich habe einen mit deinem Geburtsjahr rausgesucht. Wirklich? Von 1973. Möge er dir Hammer. Glück Dankeschön. Bringen. Und ich weiß jetzt auch, dass du immer Geld im Geldbeutel hast. Wenn du nicht mehr anpumpen willst. Vielen Dank, Thomas, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja. Wir sind alle noch glückselig und vielleicht feiern wir heute nochmal. Das war's. Tschüss, bis dahin. Macht's gut.